Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum Programmieren lernen. Heute geht's um das erste Mal Pattern Matching. Wir hatten natürlich schon sowas wie Switch Case, aber dieses Mal wollen wir uns mit funktionalem Switch Case sozusagen beschäftigen, das einfach um ein Vielfaches stärker ist als normales Switch Case. Wir gucken uns das Ganze am Beispiel heute von Listen an. Es gibt aber auch noch Varianten für stärkere Typen, andere Typen. Wir bauen uns jetzt hier einfach mal eine Liste. Gleich, was machen wir da rein? 1, 2, 3 und 4 und vielleicht noch 5. So, und was wir jetzt machen können, ist, wir können sagen, hey, wir wollen das ganze Ding ein bisschen besser matchen, denn in den meisten objektorientierten Sprachen kann man ja wirklich nur Pattern-Matching mit primitiven Datentypen betreiben. Das heißt zum Beispiel mit dem ersten Element, also Liste von 0. Das ist aber irgendwie ein bisschen unpraktisch, deswegen haben sich viele Sprachen gedacht, hey, wir machen jetzt mal ein bisschen funktionale Programmierung zu unserer Objektorientierung dazu, hatte ich ja schon ein paar Mal gesagt, und können jetzt auch Pattern-Matching zum Beispiel eben für Listen machen. Und das ist ziemlich geil, weil man hat hier noch viel, viel mehr Möglichkeiten. Zum Beispiel kann man jetzt hier einfach angeben, was für Fälle man hat. Und zwar kann man hier sagen, ich möchte, dass meine ganze Liste natürlich 1, 2, 3 entspricht, aber das ist dann in dem Fall selbst nicht der Fall. Da muss wirklich die exakte Liste vorliegen und das ist irgendwie ein bisschen uncool. Da wird im Prinzip ein Matching für alle Elemente gemacht. Aber was viel, viel cooler ist, man kann sagen, ich habe zum Beispiel eine leere Liste. Ups, das wollte ich nicht. Eine leere Liste. Dann passiert Folgendes. Ich gebe einfach aus print Liste leer. Zum Beispiel. Und nächster Fall, Case, ich habe eine Liste. Und diese Liste hat vorne ein Element, das schreibt man eigentlich normalerweise als Klammer. Diese Liste hat vorne ein Element, zum Beispiel x, und dann kommt eine Restliste. Das wäre sozusagen auch eine Möglichkeit. Und was ich dann mache, ist, ich spalte automatisch mein erstes Element ab und habe danach noch alle anderen Elemente als Liste in der Hand. Oh, ups, der Doppelpunkt natürlich. Das bedeutet aber für mich so viel wie, ich kann ausgeben, print erstes Element und hier zum Beispiel hier zum Beispiel auch noch einfach ein X. Das bedeutet für mich natürlich, ich kann sofort erkennen, ich habe ein erstes Element und das Ganze kann auch einfach nicht schief gehen, denn ich habe immer ein erstes Element, sobald meine Liste nicht leer ist und meine leere Liste habe ich ja hier oben abgefangen. Das heißt, wenn meine Liste leer ist, dann gebe ich aus leere Liste und ansonsten gebe ich mein erstes Element aus. Und dann kann ich natürlich noch weitergehen und kann sagen, Case x Doppelpunkt Doppelpunkt, das heißt x Doppelpunkt bedeutet immer, x ist unser erstes Element und dann kommt irgendwas anderes. Das heißt, so hätte ich jetzt zum Beispiel die Möglichkeit zu überprüfen, ob unsere Liste genau ein Element enthält und packe sogar gleichzeitig unser eines Element aus der Liste aus. Das bedeutet, ich habe jetzt hier auch direkt und einziges Element, x. So. Und natürlich habe ich die Semikolons vergessen, weil funktionale Sprachen eigentlich ganz gerne ohne Semikolon arbeiten, aber egal. So, und dann habe ich natürlich ja auch noch die Möglichkeit, mehrere von diesen Elementen zu extrahieren. Denn wenn ich jetzt hier zum Beispiel nur ein Element drin habe, dann habe ich ja hier schon dafür gesorgt, dass das abgefangen wird. Das heißt, ich schreibe das hier mal nach unten. Und wenn ich jetzt hier zwei Elemente drin habe, das kann ja jetzt nur noch funktionieren. Hier habe ich ja ein Element abgefangen. Das heißt, ich schreibe hier x Doppelpunkt Doppelpunkt y Doppelpunkt Doppelpunkt xs zum Beispiel. Dann kommt print erstes und zweites Element, x, y wird ausgegeben. Irgendwie sowas. Und jetzt habe ich natürlich hier mein erstes und zweites Element. Und ansonsten, wenn das alles nicht der Fall ist, habe ich natürlich eine mindestens drei Elemente gelistet. Das wäre dann würden wir hier in diesen Fall gehen. Und ja, dann brauchen wir eigentlich gar keinen Default-Fall mehr, weil alles abgefangen ist, automatisch schon. Und ihr seht, das ist schon wirklich mächtig. Ich kann hier sehr, sehr viel damit machen. Ich kann hier relativ genau auf meine Liste eingehen
und kann auch schon Objekte irgendwie matchen oder sowas. Und dasselbe funktioniert für viele Typen in vielen verschiedenen Sprachen auch. Das ist dann wirklich richtiges Pattern-Matching, nicht nur so schwaches Zeug, wie die meisten mit ihren Ifs haben. Mit Ifs wäre das Ganze zwar natürlich auch möglich, aber es braucht sehr viel mehr Platz, es braucht normalerweise auch ein bisschen mehr Aufwand und ihr seht bald, dass das hier sogar noch ein bisschen mehr kann, in zwei Videos, glaube ich, wenn wir das hier noch ein bisschen weiter bearbeiten. Ja, und nächstes Mal natürlich auch. Okay, das war's von meiner Seite erstmal als kleine Einführung ins Pattern Matching. Ist ziemlich cool, würde ich sagen, und solltet ihr auf jeden Fall, wenn es tatsächlich in eurer Sprache unterstützt wird, dann solltet ihr es natürlich auch benutzen. Gut, wir hören uns, bis dann, ciao!